Tja, einen wunderschönen guten Morgen. Kommen wir zu Tipps und das relativ schnell und geradeaus zu Clankriegen. Ihr seht, das ist jetzt zum Beispiel meine Base, die im Endeffekt folgenden Sinn hat, das an Lagern, was ich da drin habe, zu schützen. Okay? Ist also keine Kriegsbase. Eine Kriegsbase hätte das Rathaus hier in der Mitte und hätte die Lager raus. Ich zeige euch das mal anhand eines Beispiels, so von mehreren Beispielen, ob das jetzt down ist oder was auch immer. Ja, Zweier, fünfmal Zweier Magier. Leute, auch nicht das pralle 20. Da geht ganz andere Sachen könnten da rein. Also ihr müsst wirklich mal zuhören. Ich schreibe in den Clan-Nachrichten das. Bitte seht zu, dass ihr die stärksten Truppen in der Base habt. Na gut, okay. Egal, gibt's auch nicht, ne? Also das nochmal zur Info. So, jetzt haben wir hier die Base vom Downy. So, warum der die Mauern hier hat, weiß ich nicht. Will er die hier schützen? Die hier schützen? Was hat er denn davon? Warum sind diese Goldlager hier drin? Kapiere ich auch nicht. Ihr könntet zum Beispiel mit diesen, könnt ihr die einzeln hier verstärken. Das heißt also, dass der unheimlich viele Probleme hätte, der Gegner hier reinzukommen. Also die Mauern hier zwischen Bauern da, zwischen Bauern da, zwischen Bauern. Also ich kapiere es nicht. Die Lager wieder dran, drin. Warum sind die nicht draußen? Also ich habe es mehrmals geschrieben. Ich glaube, dass manche hier Downy und das nicht persönlich nehmen, das ist einfach so, ist einfach nicht wichtig nehmen. Oh Gott, das ist eben so ein Lager und fertig aus. Ne? Gucken wir mal andere an. Von Michael, da dasselbe Spielchen. Also, warum wollt ihr die Lager beschützen? Da habt ihr nichts von. Die Lager, die hier drin sind, ihr verliert persönlich nichts an Kapazität, weder an Gold, ne, noch an Elixieren. Noch an Dunkles. Ihr verliert hier gar nichts. Das heißt also, ihr könnt diese Lager rausbauen und ihr könnt eure Mauern so machen, dass es für den Gegner wirklich schwierig wird. Das nur anhand von Beispielen. So, gehen wir wieder zurück und zeige ich euch mal, wie man so eine Base baut, die also, ich sag mal, darauf angelegt ist, eine Abwehr zu schaffen, das heißt also nur das Rathaus zu beschützen. Also, das ist die ich jetzt habe, das ist die Farmbase, die bleibt auch so, die wird auch nicht geändert werden, weil damit habe ich 99,9% Erfolg. So, gehen wir hier rein, das ist das aktive Dorf, jetzt machen wir das mal, indem wir das mal anpassen und einfach alle löschen, okay? Puff. So. Also, Rathaus in die Mitte kommen wir jetzt, okay? Das, was hier an Lager ist, interessiert einen Scheißdreck. Absolut ein Scheißdreck. Okay. So, da machen wir ein Türmchen hin. Okay? Türmchen. Da machen wir ein Türmchen hin. Alles im Schnellverfahren. Das geht ratzfatz. Da machen wir eine Minenwerfer hin. Ihr seht hier die Reichweite, die die Dinger haben. Die sind also ordentlich. Ne? Also das ist schon nicht schlecht. So, da machen wir noch einen Minenwerfer hin. Gefahr ist natürlich groß, wenn hier mit, ich sag mal, mit irgendwelchen Blitzen angegriffen wird, dann geht natürlich ziemlich viel kaputt, aber der Gefahr ist man eigentlich immer unterlegen. Das heißt also, es kann passieren oder es kann nicht passieren. Ist mir scheißegal. So, hier machen wir die auch noch rein. Wenn er es macht, hat er ziemlich viel. Hier machen wir auch noch die Clanburg rein. So, und das könnte man dann ummanteln, indem wir sagen, okay, wir nehmen hier die Mauern und gehen die rumrum. Ne? Ihr könnt auch hier die Mauern, ich sag mal, nehmt mal hier, da könnt ihr auch die Mauern nehmen. Also, ich sag mal, es gibt viele Möglichkeiten. Und um diesen ganzen Quatsch hier baut ihr, ich sag mal, dann auch nochmal eure Bogenschütztürme da nochmal hin. Also, wie gesagt, nicht vergessen. Also, hier die Mauer rum, überall. Ne? Nicht jetzt so, in dem Sinne. Wichtig ist, die Mauern müssen zu sein. Also, wenn ihr hier eine Öffnung macht, dann rennt der hier durch, rennt hier rein und macht alles kaputt. Na, also, wenn ihr Mauern baut, bitte Kumpels, die Mauern müssen zu. Ne? Also, und es muss so einigermaßen sein, dass hier gescheite Deckung erfolgt. Versteht ihr das? Also, das ist wichtig dabei, weil sonst hat we wirklich wenig Sinn. Ich lösche das mal alles hier. Okay. So, und abbrechen kann man das auch. Und dann gehen wir mal in den anderen Bereich. Hier hatte ich mal auch eine gebaut. Gehen wir mal da Layout anpassen. Gucken mal, wie die ausschaut. Also, hier dasselbe. Das ist auch eine Farmgeschichte. Eigentlich relativ harmlos. Man könnte jetzt Folgendes machen, indem man sagt: Okay, Lager einfach raus. Ihr seht das hier? Ne? Das auch? So, und die Seiten, die an die Seite, die auch an die Seite. So, das hier hin. Das müsste auch raus. Ups, wo habe ich den gemacht? So, ne? Wie gesagt, wichtig im Endeffekt auch wieder hier. Hier ist eine Lücke. Seht ihr die Lücke?
ne, dass da, wie gesagt, hier was hin kann, weil sonst kommen die da durchgelaufen. Die greifen hier an, haben eine Lücke, wuff, sind die da drin. So, jetzt müsste hier, wie gesagt, noch unser liebes Rathäuslein rein und die anderen Sachen bauen wir alle hier rein. Ne? Also alles, was wir da, das wäre so eine Möglichkeit, die man machen könnte. Ne? Natürlich die Lager hier so angebracht, dass er die erstmal zerstören muss. Der hat richtig zu tun. Das heißt also, der greift an und muss erstmal die Lager kaputt machen. Greift er natürlich mit ausschließlich Soldaten an, dann interessieren ihn die Lager nicht. Da rennt er da vorbei. Also es kommt immer darauf an, wie bescheuert ist natürlich der Angreifer. Und ich sag mal, ich sehe unheimlich viele Angriffe auch sonst, die so schlecht gemacht sind, weil der greift zum Beispiel Farmer, greifen die zum Beispiel mit reinen Soldaten an. Totaler Käse. Farmer greift so ganz anders an. Dann machst du Bogenschützen, die also hier diese ganzen Dinger zerplatzen lassen. Das heißt also hier. Und gleichzeitig lasse ich kleine Kobolde dahin laufen. Oder? So, die räumen die ganze Lager rein. Und wenn da einer zum Beispiel sowas hier, um nur zu farmen, also den Farmer wirklich von seiner, ich sag mal, von seinem Gold und so weiter zu befreien, angreift, dann hat er natürlich richtig geile Beute. Derjenige, der sagt, ich will das Rathaus hier kaputt schießen, der wird hier einfach nur mit Soldaten reinmarschieren. Wird gucken, wo ist da der Schwachpunkt, wo kann ich da am besten rein? Ne? Ist er von hier, ist er von der Seite, ist er von der Seite oder was auch immer. Also das wird dann der Fall sein. Ne? Also okay, ich hoffe, ihr habt es verstanden und werdet es auch ein bisschen anwenden, weil es ist schade, dass ihr einfach, ich sag mal hier, ja, ich wollte jetzt abbrechen, dass ihr hier einfach diese Chance ungenutzt lasst, um, ja, um eigentlich auch stark darzustellen. Gehen wir mal zum Feind, gucken wir uns das mal an, wie der jetzt ist und betrachten wir da, was der gebaut hat. Ja, der ist auch dusselig, ne? Guckt euch das mal richtig an. Also der hat auch seine Lager hier drin. Also was dieser Käse ist, weiß ich nicht. Es gibt aber auch Feinde, die erst zum Schluss ihre Base nochmal ändern. Weil das kannst du. Du kannst also 2 oder 3 Kriegsbase haben. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Wisst ihr das? Okay. Wenn ihr es nicht wisst, probiert es aus. Ihr könnt 2 oder 3 Kriegsbase haben. Ne? Hier ist relativ, hier muss man sagen, die Abwehr ist, und das könnt ihr immer gucken, ne? Ihr könnt also genau wie ich jetzt hier draufklicken und könnt gucken, welche Räume deckt der jetzt ab oder welche Räume deckt der nicht ab und dementsprechend macht ihr euren Angriff, okay? Also, wenn ihr hier draufklickt, seht ihr diesen Radius, den hier, der hier da ist, und der Radius zum Beispiel Luftabwehr betrifft nur diesen Bereich hier, guckt mal genau hin. Also das heißt, wenn du von hier kommst, hast du relativ frei. Oder wenn du jetzt von hier unten kommst, gut, die haben diese Reichweite. Also ihr müsst jetzt gucken, welche Reichweite ist da und wie greife ich den an. Machen wir den nächsten Mal. Mal gucken, ob wir eine Base finden, die fast perfekt ist. Die ist auch ähnlich aufgebaut. Also das sind alles, das sieht so aus, als wären das vom Computer die generierten Bases. Also da hat keiner sich jetzt Gedanken gemacht und hat gesagt, okay, ich verbessere die mal. Also das macht kein Computer, so ein Quatsch hier. Oder doch, weiß ich nicht. Ne? So, gucken wir hier mal. Hier ist das Rathaus. So, also hier hätte ich jetzt auch, ich sag mal ganz ehrlich, diese Mauern hätte ich jetzt hier hingestellt. Das ist totaler Käse. Weil wenn der hier durchbricht, ist er direkt hier vorne dran und kann bei der Nummer 5 relativ schnell und zügig das Rathaus zerplatzen lassen. Punkt, das geht schnell. Also wenn du hier einen Stoßtrupp reinknallst, Riesen oder was auch immer, hier hinschickst, Leute, dann ist der am Arsch. Guck mal, nächsten. Sieht nicht schlecht aus, das heißt also hier, aber hier genauso der Käse hier, das ist totaler Quatsch, warum der nicht die Mauern dahin macht. Ist, oder hierhin auch die Mauern, hier, dazwischen die Mauern, da zumacht. Ich kapier's nicht. Das sind also Leute, die bauen sich eine Käse hier zusammen, aber gut. Auch hier, Rathaus, viel zu ungeschützt von der Seite, wenn ihr da die Nummer 7 von der Seite angreift, habt dann Stern durch das Rathaus, baff. Nächster, zentral des Rathaus, Lager, die zwei Lager hätte ich an seiner Stelle auch rausgebaut, hätte hier das, die Kanonen hier reingestellt, also seht ihr ja, was für ein Quatsch das ist. Also genau hier der Käse, diese Doppelscheißmauern, die einfach hier in dem Bereich untergebracht, sodass er hier nochmal eine Mauer, also ihr müsstet erst die Mauer durchbrechen, dann die Mauer und dann erst die Mauer und dann kommt er zum Rathaus.
Das ist natürlich ein ideales Ding hier eigentlich mit zwei, drei Drachen, da fliegst du hier rüber. Okay, ihr habt vielleicht noch in diesem Level keine Drachen, aber die hast du auch relativ spät. Die Schwachstelle hier, wo ist die? Leute, genau da rein ist die Schwachstelle. Da kommst du relativ schnell rein. So, kommen wir zu 9. Gucken wir uns die mal an. Jo, der hat also relativ, zwar unsinnigerweise, das hier alles hier drin, aber wie gesagt, die Schwachstelle von ihm ist natürlich hier. Also hier siehst du, ich sag mal, die kleinen Dinger. Hier siehst du auch keine Bombenmöglichkeiten. Hier hat er keine. Vielleicht mal gucken, hat er ja möglicherweise, ist das der 7er. Rathaus Level 5 hat er. Also da hat nichts. Also da wird kaum was sein. Okay? Also hier von hier aus angreifen. Der ist so schnell, platz so schnell, kann der gar nicht gucken. Dann haben wir die Nummer 10. Und das ist gar nicht so schlecht aufgebaut für eine 10. Und für das Rathaus Level 5. Ne? Also da ist es so, dass er erstmal durch die Mauern hier muss. Da musst du durch die Mauern, du musst durch die Mauern. Also das ist schon ein bisschen cleverer. Und für den Level ist das besser, zum Beispiel von der Verteidigung her, als die anderen, die da jetzt davor noch stehen. Also erstmal ganz ja, vom Angriff ist er wahrscheinlich schwächer. Aber wie gesagt, der ist nicht schlecht. So, das so ein bisschen, ich sag mal, das, was ich sagen wollte, weil ihr müsst wirklich eure Bases anpassen. Ich gucke nochmal unsere Bases an, wie die jetzt sind. Und zurückgehen wir mal schnell. So, gucken wir uns mal gerade die letzte an von Jörg, was der hat. Der hat auch wieder, guck mal hier da zum Beispiel, da ist nicht voll. Ich verstehe es nicht. Warum spendet ihr dem Kumpel von euch nichts rein? Unbegreiflich. Also da müsst ihr, wenn ihr jetzt an Kriegen teilt, genauso der Käse, also tut mir leid, Leute, das Zeug gehört hierhin, das Zeug gehört dahin, 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 darum. Du kannst die Bauhütten, kannst du vielleicht dahin stellen und dahin stellen, das ist okay. Weißt du warum? Dann braucht er relativ lange Zeit, um diese zu zerstören. Also Bauhütten in die Ecken gestellt, die muss er erstmal platt machen. Und wenn er die vergisst, kriegt er keine 3 Sterne. Weil 3 Sterne hast du nur, wenn du alles kaputt hast. So, gucken wir die Nummer 9 von uns an. Ja, warum, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, warum diese jetzt hier geschützt sind, ich habe keine Ahnung, Finn. Finn, ich weiß es nicht, das ist Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Dann hol doch diese Dinger und mach hier eine Doppelstärke oder schütze das Rathaus. Aber es ist Quatsch. Tja. Also, offen. Hier ist offen. Guck mal, da kann der durchlaufen. Da ist offen. Haben wir hier noch was Offenes? Also, das sind so Schwachstellen, die jeder Gegner, wenn er ein bisschen clever ist, auch sieht. Auch wenn ihr so einen niedrigen Level habt, müsst ihr euch versuchen, so stark wie möglich darzustellen. Die Base ist toll. Da kann man nicht meckern. Die hätte ich ein bisschen geschlossener gemacht, indem ich den hier zumache noch, aber da hat er ja im Endeffekt Falle hingestellt. Das heißt also, wenn er da hinläuft, würde er zumindest mal erstmal sich ärgern, hier genau dasselbe Spielchen. Und ich sag mal, dass der Turm wird natürlich auch ein bisschen helfen. Wobei, ich sag mal, die Reichweite von hier, oder ist die Reichweite hier rein? Ja, die kommt einigermaßen dahin. Ne? Also das ist aber sich ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. So, gucken wir uns die andere mal an. Ist nix, fast nichts auszusetzen. Die ist also im Karree, das heißt, jedes einzelne Teil, wenn er das machen will, muss er erstmal angreifen und muss erstmal diese Mauern überwinden. Ob das jetzt so Mauern sind oder so Mauern, er muss sie erstmal überwinden. Und das kostet Zeit, das kostet Kapazität. In der Zeit kann er mit seinen Abwehrkanonen, kann er da eingreifen. Also nicht schlecht. Also absolut nicht schlecht. Nummer 5. Ja, also wie gesagt, das habe ich schon mehrfach gesagt, ist totaler Quatsch. Das muss rein, Leute, das muss rein. Allgrip, okay, das ist okay. Das heißt, also hier hat er clevererweise, das hätte ich jetzt rausgemacht, Lager dunkles Übis hier ist irgendwo dahingestellt, da oder dahingestellt oder was auch immer. Ansonsten ist das absolut okay. Michael, ja,
Also Thema, das habe ich thematisiert und habe das öfter erklärt. Also Michael, ändert das ab oder lass es. Aber gut, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du zu viele Sterne verlierst, wenn dann Down, wie gesagt, dasselbe Spielchen. Also das ist Quatsch, tut mir leid. Und die Mauern, die hier so rumstehen, also das ist was für die Optik, aber nichts für die Verteidigung. Super Samo, was hast du denn da gebaut oder bauen lassen oder was auch immer, oder einfach übernommen? Also, du könntest natürlich bedeutend stärker hier verteidigen, obwohl, wie gesagt, aufgrund deiner Stärke generell schon, hast du natürlich hier relativ starke Sachen hier drin. Und wenn der Gegner da nicht so ganz so praller ist, wird er Schwierigkeiten haben, hier reinzukommen. Trotzdem könntest du das noch bedeutend effektiver gestalten, ist meine Meinung, ne? Also wie gesagt, indem du einfach diese Lager hier, die hier unnützigerweise rumstehen, einfach rausnimmst. Die bringen dir da nichts. Und dadurch hast du mehr kleine Karrees hier und kannst dann stärker verteidigen. Also, das ist so mein Eindruck. So, wichtig nochmal, und damit runde ich dann eben auch diesen Videoclip dann ab, ist einfach auf die Leute zu gucken. Der ist voll, der auch. Hier fehlen drei, guckt mal hier, drei, 17 von 20. Also Leute, das müsst ihr sehen. 14 von 15 auf einer. Hier, der ist voll. 19 von 20 fehlt. 12 von 15 fehlt. 12 von 15 fehlt. 0 von 15 fehlen alle. 8 von 10. Hier fehlen auch welche. Also, Leute, das ist erschreckend schlecht. Ich habe extra gesagt, und wenn ihr jetzt Einzelne sagen, ja, was regt er sich denn auf? Ich rege mich nicht auf. Das ist meine Sprache, die ich gebrauche, wenn ich irgendwas sehe, was Käse ist. Also, wenn ihr Krieg ZK machen wollt und das grün macht, ne, dann bitte auch, ne, zum Beispiel hier, ich meine, diesen Clankrieg anklickt, ne, raus oder dabei, ne, dann müsst ihr auch im Endeffekt, wenn ihr dabei schreibt, dann müsst ihr wirklich auch überlegen, eure Kriegspace so einstellen, dass das wirklich perfekt ist, hören und auch tut mir den Gefallen. Das Ding hier, das ist ein Briefumschlag, da mal draufklicken, Posteingang lesen. So, hier steht zum Beispiel, vor 17 Stunden, ZK, eure Base so aufbauen, dass euer Rathaus geschützt ist, die Lager nach draußen, Abwehr nach drinnen, nur Supertruppen spenden und nur mit maximaler Stärke angreifen, eure Kriegsbase anschauen. So, dann hatte ich vorher geschrieben gehabt, dass wir die Angriffe im Endeffekt in die oberen Level und aktiven, sowie die unteren Level und auch aktiven trennen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass Inaktive gar nicht ZK machen. Okay, und zwei Angriffe auf jeden Fall ist auch klar. Dann hatte ich geschrieben gehabt bezüglich der Videos, dass wir die Samstag machen. Ne? Das war hier. Terminvorschlag Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Hat mir auch geschrieben. Okay, also wichtig im Endeffekt, dass ja einfach ihr auch ab und zu mal die Möglichkeit nutzt, diesen Posteingang zu lesen. Und wenn ihr reinkommt, dann scrollt doch einfach mal hier runter. Okay? So, Algrip hat hier was angefordert, Specht, den habe ich aufgenommen, ne? Für ZK, Bogis, Ballons oder Drache, falls ihr den entbehren könnt, ja, muss ich mal gucken, da müsste ich mit dem anderen Account reingehen, weil da habe ich dann stärkere Sachen, ne? Und wenn der jetzt Schwache hat, jetzt gucken wir, machen wir uns den Spaß und gucken uns das mal an. Und gehen mal in seine Clanburg rein, um zu gucken, was wurde ihm gespendet. Nämlich gar nichts. Wahrscheinlich hat er das schon rausgeschmissen. Ne? Ja. Ne, ich schreibe auch nochmal, bitte, wenn spenden, nur superstarke. Nur superstarke Sachen. So, weil es ist wichtig, weil sonst hat es wirklich wenig Sinn und das ist totaler Quatsch, ne? Also ich sag mal, ich würde dann auch aus meiner Clanburg, wenn ich da Schrott drin habe, was habe ich drin, ich guck mal gerade, ja, also von Maximilian, glaube ich, ein Dreier-Drache, den würde ich dann, wenn der scheiße ist, rausschmeißen, ne? Weil es wenig Sinn hat. Okay, also soweit meine heiligen Worte und wie gesagt, in 5 Stunden geht's hier los. Wir haben jetzt 8 Uhr, 7 Uhr 59 haben wir jetzt. Wir haben aber gerade die Zeit beim Frühstück genommen und habe das hier mal, ich sag, für euch aufgenommen. Und ich mache mir die Arbeit nicht, um da irgendwo 5 Euro zu kriegen oder irgendeinen Käse oder was auch immer, sondern euch zu helfen, dass ihr euch verbessert.
Wenn das nicht gemacht wird, muss ich dann auch sagen, dann sind die Spieler, die hier mitgespielt haben und da einfach nicht drauf hören und wirklich, na, ich sag mal, Blödsinn verzappen, dann dürfen die auch kein ZK machen, weil das ist ärgerlich für die anderen, die sich unheimlich anstrengen, aber das Ding nicht gewinnen und dadurch auch keine hohe Beute machen. Also, wir haben nur, oder ihr, die Teilnehmer hier, ich gar nicht, sondern die Teilnehmer haben nur große Beute, wenn alle zusammenhalten und auch gewinnen. Ne? Die Hälfte der Beute habt ihr, wenn er verliert, fertig aus. Oder noch weniger. Also, das wirklich daran. Und es geht darum, auch sich in so einem Krieg hier auszutauschen und gegeneinander oder miteinander zu kämpfen und auch zu helfen. Also, das nochmal meine heiligen Worte. Bis denne, euer Jan und ciao, ciao.